Ich glaube echt irgendwie, dass das Pflast eine PS3 braucht. Ernsthaft. Glaube ich auch. Mach mal schnell ein Video mit 200.000 Aufrufen, dann kannst du dir eine kaufen, so wie ich. Okay. Du kannst ja Sam anfragen, ob er dir eine kauft. Wenn er schon mal viel aber wirklich Gruppenrabatt bei einem zusammenspart. Hey, wie gesagt, mach's wie ich, lass dir deine PS3 von YouTube finanzieren. Mach einfach ein Video, auf das du keinen Bock hast und du bekommst trotzdem über 200.000 Aufrufe, dann hast du eine PlayStation 3 drin. Also. Ist das vielleicht unser Fehler, weil wir Bock auf YouTube haben? Nee, das wird bestimmt so sein. Ja. Das war halt so eine Art Video, auf das ich, so ein Thema, was RTL betrifft und so, auf das habe ich einfach keine Lust gehabt. Aber sie haben meine ganzen Abonnenten haben mich so bedrängt. Ach, ich glaube, das Video habe ich letztens erst gesehen. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Das sage ich sogar selbst, dass schlecht ist. Naja, wenn es für eine PlayStation reicht, kann es ja so schlecht nicht sein. Ich sag mal so, wenn es so schlecht ist, dann war es auch wieder gut. Ja, deswegen habe ich eine PlayStation 3. Hey, und Storm ist wieder bei. Stimmt, das ist so diese Grenze, wenn man das Schlechtsein schon wieder übertroffen hat, dann wird es ja schon wieder gut. Ja, aber Hauptsache, das hat nichts mit Prostitution zu tun. Also. Ein bisschen vielleicht schon. Wenn du keinen Bock hattest, hast es trotzdem gemacht. Weil deine Abonnenten es von dir erwartet haben. Ich hab's nicht. Konrad, du bist alleine. Ach ja. Ich hab's nicht wegen dem Geld gemacht, sondern weil meine Abonnenten es wollten. Das ist nicht Prostitution, sondern Fanservice. Also. Oder billig. Eins von den drei Sachen oder alles drei, wer weiß ich hier. Ich will da jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Hör auf, ich mag dich nicht mehr, Konrad. Endlich fange ich an, mich unbeliebt zu machen. Wurde ja auch Zeit. Dafür bekommst du einen Headshot. Weißt du, ich schieß 100 Mal auf ihn, er schießt einmal. Ich bin tot. Aber ich mag dich trotzdem noch, Konrad. Scheiße. Ja. Wir haben uns doch alle wieder. Genau das Gegenteil erzielt, wa? Geist drauf! Wer braucht schon Freunde heutzutage? Hat! Da ist er ja. Alter! Man, das hat mich erwischt. Hallo Konrad. Jetzt komm! Don't be shy. Schakai! Wie kannst du mich durch den Bus durch erschießen? Weil du leckst. Wahrscheinlich. Ich lecke nicht. Ja, ich hab leck gesagt. Ich lecken. Er ist nicht Lassie. Ich bin Rintintin. Ach, den kennt ihr gar nicht, ne? Doch. Den Kommissar Rex. Ja, sicher kenne ich den. Ist ja auch ein Österreicher, ne? Ja. Darum kennt auch keine Sau den sonst. Da schließt sich der Kreis. Man schießt doch mal richtig auf seinen Kopf. Ach, das ist doch Betrug. Ja. Weißt du, dann steht bei einem Punkt noch dein Team, ein Punkt. Wo ist denn mein Team? Wo sind denn die Arschlöcher? Ist ja keiner da. Kameradenschweine! Kameradenschweine! Jetzt ist er wieder da. Scheiße. Dorm ist auch noch bei. Du spät gedupt. Ja. Ja, der Konrad. Der Konrad. Ach, ich freue mich so sehr, diesen Song aufzunehmen, echt. Das ist so ein Shooter-Profi, ein hässlicher. Wieso denn? Was mache ich denn? Ja, du weißt, wie man sich duckt, du rollst dich ab, du weichst aus. Ja, dann das, das macht man nicht, wenn man mit Noobs spielt. Das ist wie wenn du mit Kindern Mensch ärger dich nicht spielst. Ja, aber nur, ich kann mit Kindern nicht Mensch ärger dich nicht spielen, weil ich reg mich zu sehr auf und das ist nicht mehr jugendfrei. Ich finde, ich wollte sowieso, ich habe echt schon recherchiert, weil ich das ja studiere, ob ich den Erfinder oder beziehungsweise die Nachkommen dafür verklage, weil das nämlich Verleumdung ist, dieser Name. Mensch, ärger dich nicht. Ach, was macht man, wenn man keine Waffen mehr hat? Ich zurückziehen. Ja.
Rückziehen tut man nur die Vorhaut. Jetzt komm. Alter. Gott. Wo bist du hin? Was? Hä? Dom, hast du ihn erschossen oder hat er sich da gerade geglitscht? Die hat sich gerade geglitscht. Also, jeez. Ah, also diese Wänden kann man durch. Leute, wo seid ihr denn da? Das hätte ich schon machen sollen, als ich geführt habe. Wie weit bist du jetzt schon gelaufen? Ich bin ja auf den Fersen, ich sehe dich nicht. Ja, der Konrad. Ja, der Konrad. Ich suche Munition. Ja, die musst du ja nicht finden. Alter, wo seid ihr? Ja, geh mal zu den zwei blauen Wänden und spring da dazwischen durch. Ja, bin ich schon auf dem Weg hinter euch her, aber was, wo rennt ihr hin? Ja, ich renne die Brücke entlang. Ich weiß nicht, wo der Konrad ist. Der verscheißt uns, pass auf, hinterher taucht er hinter uns auf. Ist der die Brücke runtergesprungen? Da ist ja auch mal ein Fahrzeug in der Nähe, oder was? Ich geh jetzt mal zu dir, Storm. Hallo, Storm. Hallo. Also der Typ, der was diese Map gemacht hat, hat sich echt was bei gedacht, ne? Also. Ey, der ist ja unglaublich hier. Konrad, wo bist du? Hier, wink mal. Winke, winke. Ja, toll. Ah, ich habe keine Kondition mehr. Ja, soll vorkommen. Ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen? Ja. Ja, wo rennen wir jetzt eigentlich hin? Links oder geradeaus? Durch die Mitte. Das ist ja scheiße hier. Ja, jetzt kann ich mich mal ausruhen. Aber wo ist denn der? Wir können doch nicht wir können jetzt nicht 9,5 Minuten hier ihm suchen, weißt du? Das ist so wie Räuber und Schandarme. Mogli, wir teilen es auf. Ich renne hier links rum und du geradeaus. Okay. Oh mein Gott, das wird eine never ending story. Wenn du ihn siehst. Das wird eine never ending story. Also ob der jetzt hier bestimmt ins Wasser gesprungen. Ich trau mich echt wetten, dass der einfach nur rausgesprungen ist und von der Brücke runter und sich irgendwo da niederkämmt. Und sich jetzt Fäustchen lacht. Weil wir ihn suchen. Ja, da kommt wieder das. Da, Selbstmord begangen hat er. Was? Jetzt können wir zurücklaufen, tolle Wolle. Oh mein Gott. So, jetzt kann ich hier Waffen einsammeln. Ganz Alter, das ist ein Arsch, Alter. Also der Konrad, der weiß schon wie, ne? Der weiß schon, wie er allein den Vorteil zieht. Also das hat er drauf. Naja, aber gut. Also wirklich... mäßig ja. Muss ich mal echt sagen, Hut ab, Konrad. Hut ab. Ja, ich habe ja auch keinen Hut mehr an, deswegen... Ich hab meinen Hut wieder. Wie? Na, ich hab meinen Hut wieder auf. Ja, also ich muss ja wenigstens ein bisschen mal belohnt werden, wenn ich schon die ganze Zeit immer rausfliege. Ob das der Hut wert ist? Ja, doch. Der Hut ist es wert. Ja. Boys in the Hut. In the Hut, ja. Jetzt wartet er sicher da und wartet, bis wir da durchgehen. Ja, ich habe auch so diese leichte Befürchtung. Aber ganz sicher. Ich meine, gut, wir sind mit 3 Punkten voraus. Wir können einfach auch das alles hier ein bisschen absitzen, oder? Erzähl mal so eine kleine Geschichte aus eurer Jugend. Ich hol jetzt mal Ausdauer zurück und so, also. Das kam ich stumpf voraus. Hieronymo! Da hinten ist er schon, der schießt schon. Ah, der Stricher. Und wir keine Deckung und gar nichts. Ich hab ihn gesehen. Ich schieß aber nicht. Okay. Ich sehe dich schon auf der Karte. Ich sehe ihn auch schon. Ah, oh, da ist er. Och Mann, wie geht das denn? Wie machst du das? Ja, yeah, los, gut. Wie machst du das? Ich schieß 100 Mal auf dich, du machst einmal... Zuckst du mit dem Zeigefinger und ich bin tot. Ja, ich schieß auf den Kopf. Au.
So, genau, ja. Ich schieße in deine Eier, so. Ja, dann bin ich halt zeugungsunfähig, aber leben tue ich trotzdem noch. So nicht, Konrad, so nicht. Das hat doch alles keinen Wert mehr. Das spricht ja von der Brücke. Wie geil. Oh mein Gott, ist das wieder. Der lebt noch. Der lebt noch. Wie, der lebt noch. Ich hab's auch überlebt. Ach, hört auf. Hat jetzt Wasser jetzt geflogen oder was? Das hat halt einfach alles kein Sinn mehr. Das war der Wahnsinn. Wo seid ihr? Ich bin im Wasser. Na hier. Ich bin in GTA Online. Huh? Ich nicht. Ah, der ist wieder auf der Straße unterwegs. Typisch. Alter. Konrad! Ja! Hände hoch! Okay! Naja, also ich muss jetzt ehrlich mal sagen, ich spiel hauptsächlich Shooter, aber so eine Deathmatch-Runde hatte ich noch nie. Ah, Shooter King! Schwimmst du jetzt unter der Brücke, Mogli, oder was? Weißt du? Da ist er! Der muss doch mit dir sein. Jetzt ist er wieder weg. Wartet! Lauert! Und? Ah, jetzt hab ich mich erwischt. Du hast gesagt, ich soll auf den Kopf schießen. Das machst du gut. Geld. Das machst du gut, mein junger Padawan. Ich bin kein Pavian. Ein Padawan. Was Star ist das? Wars. Kenn ich das kann nicht. Man essen. Was? Du bist so alt und kennst Star Wars nicht. So alt bin ich auch wieder. Ja, nein, ich meine, du gehörst zu dieser Generation. Nee. Konrad ja, kennt Star Wars. Ich kenn Star Wars auch noch flüchtig. Ja, aber Schlümpfe kenne ich auch, habe ich immer von meiner Oma geschaut. Genau wie Biene Maya und du so. Wolltest nicht mal langsam wieder hier hochkommen? Komm, ich bin ja runter? Schon da. Konrad hat mich erschossen. Was soll ich denn da unten? Mich erschießen? Macht da keinen Spaß. Los, komm! Storm, es hat keinen Sinn mehr. Ich muss schon mal üben, wenn ich mit Steven Shooter spiele. Lass uns springen. Ah, okay, ich komme. Hier gleich nachspringt, cool. Das ist Teamwork. So, jetzt mir nach. Welches ist die schlimmste Nation, die man in Online-Spielen treffen kann? Franzosen. Okay. Diese Antwort fällt mir jetzt nicht schwer. Erledigt. Ach, da hinten. Ja, da. Komm rauf. Komme! Ich schwimme! Ich eile. Was auf Körner ist da irgendwo in der Nähe? Ein Kaffee? Ein Riegel oder ein Cola-Getränk? Ein Riegel. Nimm mal einen Riegel. Ein Riegel? Ja. Okay. Ja, getrunken hast du ja genug. Ein Riegel geht nicht. Geht nur Limo. Hm. Okay. Was geht's jetzt eigentlich? Och, ich spiel gerade einen Shooter. Ah, ich hab gedacht, du bestellst was online. Nö. Ein Riegel für 3 Euro mit 10 Euro Versandkosten. Also ich hab mir so Shooter-Spiele viel schlimmer vorgestellt irgendwie. Ist eigentlich ganz gemütlich hier. Ja, da musst du, ja, mal, ne? Da musst du mal Counter-Strike oder Gears davor spielen. Da sind die Regeln ziemlich beinhart, also. Wieso? Kann ich da nicht so rumlaufen wie jetzt hier? Nö, da bist du, wenn's nichts kannst, bist du sofort tot. So einfach ist das. Das sind die einfachen Regeln, da kommt's halt einfach aufs Kill an. Das ist so der Unterschied zwischen Shootern und Call of Duty. Sag ich jetzt mal ganz frech, also. La 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 la. Na 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 la 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 la
Yeah, ich hab's geschafft. Was hast du geschafft? Ich bin einmal unterm Boot durchgetaucht. Ah, da bist du. Okay. Ui, Köpfler. Oh, ganz schön stürmisch hier, die stürmische See. Werde ich ja seekrank. Lass uns rausschwimmen. Los, Mogi, wer als erstes beim Boot ist. Ja, ich bin eh vor dir, also gehe ich die Wette ein. Was für eine Wette, ich habe noch nicht mal gewettet. Herausforderung angenommen. Du musst die Menschen, du musst die Menschen auch aussprechen lassen. Ich sehe euch. Tust du gar nicht. Doch. Ach, der oben ist er. Der ist echt... Ah. Ey, jetzt komm, jetzt schwimmen wir auch unter dem Boot durch, oder? Nein, Alter! Boah. Komm, da ist im Wasser hinter mir. Was? Ah, ja. Da ist im Wasser hinter mir. Ah, komm, ja. Zurück. Dum 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 dum. Jetzt komm. Verprügeln wir unter Wasser versteckt, der Penner. Kann man hier eigentlich am Tauchen? Jetzt ist er wieder abgetaucht. Wieso bewegst du dich nicht, Morki? Ich tauch ab. Du kannst ihn gerade. Geh weg, Konrad, du Sorger. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, der Jäger wird zum Gejagten. Mogli, wo bist du? Der Konrad ist hinter mir. Mach ihn weg! Mach ihn weg! Oh mein Gott! Okay. Der weiße Konrad. Oh, ich hab verloren. Ja. Oh. Und ich war gerade hinter Konrad und wollte ihm noch einen Kopfnuss verpassen. Boah, oh, aber Kohle gibt's. Oha. Oha. Das ist richtig viel, ja. Für das, dass ich nichts getan habe, habe ich richtig viel Kohle gekriegt. Aber ernsthaft, wer hat diese Map gemacht? Also mir gefällt das. Die ist ja so, ja, die ist mir ja auch. Ja, mir auch, aber das war sicher nicht der Sinn hinter dieser Map. Also der, was die gemacht hat, hat sich sicherlich gedacht, ja, und dann schwimmen noch Leute hinten rum und... Ja, ich würde mal sagen, wir beenden hier wohl an der Stelle, was? Oder? Jo. Ja. Was haltet ihr von? Jo. Jo. Jo, gut, ja. Ne? Wir machen jetzt mal Schluss hier an der Ende und an der Stelle, an dem Ende, oh Gott, ey. Ja, tschüss. Dann sag ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.